Leute, was geht? Simba am Start und herzlich willkommen zu Hachijojima Vlog Nummer 3. Es ist Tag Nummer 4. Gestern an Tag 3 gab es keinen Vlog, denn nach den ersten beiden Tagen Hiking war ich einfach so kaputt gestern an Tag 3, dass ich gestern einfach nur gechillt habe. Wer die Hiking-Vlogs noch nicht gesehen hat, der kann das gerne nachholen, ist hier verlinkt. War echt hardcore. Ja, gestern an Tag 3 wurde gechillt und heute an Tag 4 hatten wir dafür wieder Großartiges vor. Aber es ist eigentlich alles, ins Wasser gefallen. Deswegen, also ich sage euch erstmal, was wir vorhatten. Wir sind ja hier am Strand. Und wir wollten eigentlich hier vormittags so ein bisschen schwimmen. Hier hinter mir ist eigentlich so der Badebereich, wo man ein bisschen planschen kann, wo wir auch gestern schon planschen waren. Wollten ein bisschen schnorcheln, Fische und Schildkröten gucken. Aber eben, weil es da einfach eine riesen Regenwolke hier drüber und es hat gedonnert und geregnet wie sonst was, sodass die halt eben den Schwimmbereich hier geschlossen haben. Man darf jetzt nicht schwimmen aus Sicherheitsgründen. Deswegen zeige ich euch einfach kurz ein bisschen Footage von der Schildkröte, das ich gestern aufgenommen habe. Da konnte ich kurz die Schildkröte auf Kamera erfassen. Ja, heute kein Schwimmen. Deswegen werden wir jetzt hier den Ort wieder verlassen, ohne zu schwimmen. Wir wollten dann nachher eigentlich noch zum Hachijojima Pothole. Das ist ein Loch im Berg sozusagen. Also anscheinend eine landschaftlich interessante Stelle. Mal gucken, ob das klappt. Der Regen sieht jetzt ein bisschen besser aus. Wir wollten auch noch ins Onsen, aber das sind alles so Sachen. Da fragt man sich jetzt, ob das halt überhaupt noch möglich ist. Also heute kommt alles anders. Ich bin gespannt, wo der heutige Tag hinführt. Also ihr könnt auch gespannt sein. Ach, und vielleicht kann ich auch meine Drohne später noch starten. Aber das werden wir alle sehen. Und jetzt ist halt schon Mittagszeit. Heute wird nicht geschwommen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter zum Mittagessen. Und ja, ab geht's. Angekommen beim Lunch Place. Jo Leute, das war sehr lecker. Das hat gut getan. Das Problem ist, der Regen reißt nicht ab. Es hat auch krass geregnet jetzt nochmal zwischendurch, während wir gegessen haben. Und es wird anscheinend den Rest des Tages so bleiben. Deswegen fällt irgendwie Strand ins Wasser und auch das Pothole ist wahrscheinlich keine gute Idee. Denn Wandern bei dem Wetter, und das liegt auch oben am Berg, also wenn man dann diese kurvigen Bergstraßen hochfährt, jetzt so bei der Nässe, habe ich glaube ich auch nicht so Lust drauf. Deswegen fahren wir jetzt zum Wasserfall hier in der Nähe. Da kann man relativ schnell hin und da gibt es auch eine Onsen und das wird hoffentlich richtig geil. Also weiter geht's. So, gerade in der Nähe des Parkplatz geparkt, in der Nähe des Wasserfalls geparkt. Und los geht's zum Wasserfall. Ich glaube, da sieht man schon den Wasserfall. Und der Vorteil an dem Käsewetter heute ist, die Temperatur ist echt runtergekühlt. Das heißt, temperaturmäßig ist es total angenehm heute. Das heißt, ne, immerhin etwas. Und wir sind gleich beim Wasserfall.
das ist wohl der Grund, warum er Uramigatake heißt, weil man ihn von hinten beschauen kann. Also Uda heißt hinten und Mi heißt schauen. Ich muss gleich nochmal nach den Kanji gucken, aber das ist wohl der Grund, warum Uramigatake Uramigatake ist. Der Wasserfall, den man von hinten beschauen kann. Jo, das war ein kurzer, schöner Anblick. Jetzt geht's wieder zurück und dann werden wir wohl in die Onsen springen. Ob es hier zurückgeht oder nicht, sagt dir gleich das grüne Licht. Wir werden sehen. Gute Aussicht gehabt und jetzt wieder zurück. Yeah, the camera is important. Dich auch? Oh, voll heiß, Leute. Ah. Das war richtig nice, das hat richtig gut getan. Jetzt haben wir schon mal Onsen abgehakt. Mal gucken, was der Tag noch so bringt. Weiter geht's. Wir haben uns dann entschieden, hier weiterzufahren zum Strand. Und jetzt sind wir hier an der Küste. Wie geil, da ist ein Pool, der aber gerade nicht in Benutzung ist. Wie geil ist das denn? Leute, ich sag's euch, was ist los? Die Drohne war wieder drauf und dran, mir graue Haare zu verpassen. Wir sind jetzt hier an diesem Strand, an dieser Küste angekommen. Und ich wollte natürlich meine Drohne fliegen, denn hier sind wir endlich mal weit genug weg vom Flughafen, sodass ich halt theoretisch die Drohne fliegen kann, ohne in irgendwelche No-Fly-Zones zu geraten. Ich also fröhlich die Drohne ausgepackt, aufgebaut. Und dann sagt mir das Ding, nö, ist overheated, ist überhitzt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, ich bin da noch gar nicht geflogen. Warum ist denn diese Drohne jetzt überhitzt? Und dann habe ich erstmal am Handy im Internet gesucht. Und dann hieß es, also manche Leute haben gemeint, ja, schau mal, ob der Lüfter angeht. Denn die Drohne hat intern so einen Lüfter, um die halt innen drinne zu kühlen.
Und tatsächlich, wenn ich die Drohne angeschaltet habe, dann ging das Lüftergeräusch gar nicht los. Und das habe ich aber vorher schon gehört. Ne? Manchmal, wenn man die anschaltet, dann so ui, geht so dieses Lüftergeräusch hoch, auch wenn die Propeller gar nicht laufen. Und das war halt nicht der Fall. Das heißt, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass bei dem Drohnencrash, ne, also das habt ihr in Vlog Nummer 2 gesehen, ich hatte so ein bisschen Schiss dann, dass beim Drohnencrash vielleicht der innere Lüfter kaputt gegangen ist. Und ich also weiter im Internet gesucht, ne, was macht man da, was kann man tun, was kann Senpai tun. Mach hier kurz die Sonne genießen, was kann ich tun. Und dann habe ich ein Video gefunden, was beschrieben hat, wie man oben den Deckel von der Drohne sozusagen abnehmen kann, ohne Werkzeuge zu benutzen. Und dann habe ich es geschafft, die Drohne zu öffnen und den Lüfter freizulegen. Und ich habe dann den Lüfter einfach mit der Hand ein bisschen gedreht und angepokt. Also die Drohne war ja aus. Dann habe ich wieder die Batterie reingemacht und die Drohne im offenen Zustand einfach mal angeschaltet. Und dann ging der Lüfter an. Das heißt, das Problem schien dadurch behoben zu sein und dann habe ich die Drohne halt wieder komplett zusammengebaut, alles zugemacht. Und danach ist sie einfach geflogen und ich konnte endlich meine Drohne fliegen. Jetzt endlich am vierten Tag, es war eine schwere Geburt, aber hier genießt die Drohnen-Footage. Da geht einem doch das Herz auf. Ja Leute, damit war es das auch für das heutige Vlog Nummer 3 hier von Hachijojima. Die Sonne geht gleich unter. Wir lassen jetzt noch gechillt den Tag ausklingen. Morgen gibt es nochmal Vlog Nummer 4, denn morgen geht es endlich ans Scuba Diving, ans richtige Tauchen. Ich bin schon aufgeregt. Ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen, Liken und Abonnieren nicht vergessen. Ihr könnt Mitglied werden. Wir haben einen Amazon Affiliate Link, mit dem ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace! Shoo!